Hi und willkommen zurück bei Leonex. Und heute geht's wieder zum Basketballtraining. Der Jupp vom Schupp ist auch dabei, der Dennis. Und heute, ja, vorhin noch Five Nights at Freddy's aufgenommen. Und man muss mal sagen, es ist so warm inzwischen. Scheiße, Wärme. Ja. Na, ist mal gut, dass es mal wieder wärmer wird. Ja, ein bisschen gut ist es, aber naja, man könnte es ein bisschen runterstufen. Ich mag Kühle lieber als Wärme, um ehrlich zu sein. Da bin ich im Gegenteil. Du kommst ja auch aus dem Land, wo es warm ist. Nein, aber als Rollstuhlfahrer kackst du mal im Winter richtig ab. Und deine Hände sind... Da kommt Arschwasser drauf. Im Winter, ne? Ja, ich habe auch noch Leder, da schwitze noch richtig auf dem Sitz. Da oben gelogen. Weißt du, wie warm der wird immer? Kannst du spürst spiegeln. Ja eh nichts am Arsch. Ja, aber wenn du da... Wenn du das mal fühlst, Jung. Was ich persönlich ja viel schlimmer finde, ist, in der Zeit dann einfach die Nächte sind brutal. Nacht finde ich das immer eigentlich angenehm, weil es ein bisschen kühler. Nachts ist brutal. Bei uns im Haus kannst du machen, was du willst. Du kannst das Fenster sperrangelweit aufreißen. Da kommen natürlich die ganzen Mücken. Ich habe schon wieder 5-6 Stück. Und du kannst machen, was du willst. Es bleibt knalleheiß bei mir im Zimmer. Ja, da habe ich Glück, dass ich im Erdgeschoss wohne. Ja, und bei mir immer dann auch vor allem das Zockerzimmer bei mir. Da sind ja die ganzen Maschinen. Weil ich mein Schatten. Da sind ja die ganzen. Der Computer, der läuft ja die ganze Zeit auf Hochtouren. Und der wird natürlich warm und dann heizt sich der Raum auch auf. Im Winter ist es kalt, aber im Sommer ist es nicht so geil. Ich habe auch immer das Fenster sperren, aber auch wenn ich jetzt zocke. Ich habe vorhin Five Nights at Freddy's gespielt, aber schlimm. Ich denke übrigens, dass das nächste Five Nights at Freddy's Video wird nicht heute, sondern morgen kommen, also am Samstag. Weil Samstag ist eigentlich ein ruhiger Tag und das passt eigentlich ganz gut. Sonntag nicht? Nö, Sonntag. Sonntag ist wirklich meine Ruhe. Sonntag ist mal mein Ruhetag. Sonntag zocken wir nur und nehmen vielleicht ein bisschen zum Spaß auf. Aber wir laden nichts hoch. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie die anderen das machen. Haben wir jetzt auch mit Starbound angefangen? War das wirklich so geil, das Spiel. Ich find's geil. Und wir haben uns jeder noch einen anderen Charakter gemacht und damit werden wir demnächst anfangen aufzunehmen. Und sonst so. Ah ja, man sieht es, ich war beim Friseur. Der einzige, der Kollege da hinten auch. Aber den sieht man ja nicht. Ja. Der versteckt sich ja immer. Ich muss morgen mal wieder zum Friseur. Ich bin ja schon wieder am Stau. Was ist denn heute los? Keine Ahnung. Rollstuhl, ne? Schon seit ein paar Wochen. Warum? Was mit deinen anderen? Ja, ich habe den auch für diese Lehrproben gebraucht. Jetzt habe ich ja diese Prüfung bestanden. Aber und seit jetzt bist du Trainer. Ja, ja. Allah. Also inoffiziell, weil. Inoffiziell. Weil das Ding ist, ich muss noch diesen Erste-Hilfe-Kurs machen. Ja. Und so dann, easy eigentlich. Ja, und dann werden meine Dings. Und dann muss ich auch so, ah, fuck, wieder vergessen, Scheiße. Ich muss diesen Zettel unbedingt mich mal erinnern lassen. Ich muss diese Hospitationsdinger da wieder alle unterschreiben lassen. Mir fehlen noch ein paar. Scheiße. Fuck. Und dann wird das nach Duisburg geschickt, zu diesem Sportbund. Und dann kriege ich meine Lizenz ausgestellt. Dann kann ich überall anfangen. So, da sind wir wieder zurück. Und das war jetzt erstmal, dass du das Training geleitet hast. Um ehrlich zu sein, ich fand's gut. Aber tu mir einen Gefallen, ne? Laber nicht so viel. Am Anfang muss das ja. Der,
es war trotzdem ein bisschen sehr viel. Nicht mal Hartmut am Anfang so viel gelabert. Hartmut, siehst ja auch das Training, was da vor dem ist. Das ist nur Spielen. Ich muss sagen, noch mit dem Catchen, das war cool. Mit dem Catchen war echt cool. Was machen wir jetzt? Fahren wir noch essen oder? Wenn du magst. Ich hatte überhaupt keinen Mittag. Boah, ja, dann brauchst du jetzt eine Mahlzeit hier. Bei mir beben ganz schön die Schläuche, das kann ich aber flüstern. Vielleicht kannst du bald mal Gras essen. Keine so schlechte Idee. Boah, ich bin hier ehrlich, du hast Geschmack, Dennis. Ja? In meinem Beruf nach dem Training ist es geiler. Das war aber wohl, wenn die sind nicht so stark. Ja, das ist geil, ja, das ist geil. Also nach dem Training besser. Über diese Raucher. Aber ich bin ehrlich, morgens brauche ich noch was Stärkeres. Da komme ich mit Gold nicht so klar. So krass, ey. So, heute lade ich das Video hoch. Morgen lade ich Freddy's Freddy's hoch. Jo, 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 jo. Was machen wir jetzt noch? Also, ihr wollt nichts mehr essen. Also ich schon. Wir kommen einfach mit. Ja, ich zahle aber nichts für euch. Musst du nicht. Gehört, Dennis? Warst du gibst du zwei Pizzen aus? Nein, ich zahle nicht für euch. Ich hab doch keinen Hunger, warum willst du mir Geld bringen? Der steigt gleich aus. Ja, ich hab echt keinen Hunger, Bruder. Ja gut, ich geb dir auch nichts aus. Nee, warum, Bruder? Ist alles gut, ich will nicht essen. Na gut. Gut, dann fahren wir jetzt gleich noch einen Schlenker bei Phantasis vorbei. Was macht ihr eigentlich das Wochenende übrig? Oh, Samstag, keine Ahnung. Sonntag bin ich zu Hause. Er wird auf der Hochzeit. Samstag grillen wir. Ja, meine Mutter hat ein paar Freundinnen und Freunde eingeladen. Und die wollten dann alle was Fleisch mitbringen, wollte meine Mutter grillen. Und eventuell kommen auch noch die Söhne von zwei von ihren Freundinnen mit. Die sind so gleich alt wie ich. Ich habe hier oben ein nettes Zimmer. Ich sag nur so, ein Fernseher. Ich kenne das Passwort von Anna, von Amazon. Ich denke, wir werden ein bisschen Spaß haben, wenn wir da oben zocken. Nee, ansonsten, das ist das Wochenende soweit eigentlich verplant. Dann am Samstag nach Five Nights at Freddy's hochladen. Und am Sonntag noch ein bisschen Starbound zocken vielleicht. Ein bisschen aufnehmen. Und wir haben jetzt herausgefunden, wie der Multiplayer-Modus funktioniert. Wie funktioniert der dann? Muss einfach, wir dachten zuerst, man muss einen Server erstellen oder so. Aber es ist, und dass das irgendwie kostet, aber es ist voll easy. Du gehst einfach ins Steam-Menü und lädst ihn über Steam ein. Ach so, lol. Da stand irgendwie zuerst, also wir haben das alle nachgelesen, jeder von uns einzeln. Da stand irgendwie so, ja, da muss man zahlen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, wie der Multiplayer-Modus funktioniert. Und demnächst werden wir dann auch aufnehmen. Ich weiß nur nicht, wer von uns den Horst macht. Aber auf keinen Fall Rocco, weil sein Ping ist mega scheiße. Sorry Rocco, aber du hast es ja selbst gesehen. Hat der einen chinesischen Router oder was? Ich weiß es nicht, aber jedenfalls war es so. Wir waren alle bei ihm in einem Haus, das er sich gebaut hat. Und er hat dann quasi die Tür zur Küche aufgemacht. Ich bin in die Küche rein. Und er hat dann die Tür zugemacht und ich konnte nicht mehr aus der Küche raus, weil ich keine Türen mehr öffnen konnte. Was willst du da machen? Ja, mussten wir so lange warten, bis das endlich fertig gebackt hatte, weil das dann quasi, ich hatte dann immer so ungefähr eine halbe Minute Zeitverschiebung und ich kam dann echt die ganze Zeit nicht aus der Küche raus, weil er die ganze Zeit auf und wieder zugemacht hat. Er dachte, ich komme dann so easy raus, aber ich war die ganze Zeit in der Küche eingesperrt und konnte die Tür nicht öffnen. Eine witzige Situation. Das jetzt in dem jetzigen Video? Nein, ist leider nicht. Wir haben ja noch nicht Starbound aufgenommen. Schade, sonst hätte ich mir das jetzt gegeben. Ja.
Aber ich glaube, ich oder Mario werden wahrscheinlich ein Haus machen. Ja, was? Dein April-Scherz war echt so schlecht, ich höre das nicht gesagt. Chico hat's geglaubt. Ich weiß, der Chico hat das voll geglaubt. Der Mario hat's zuerst auch geglaubt. Ich glaub nicht. Ja. Ja April, April, ich höre dich mit YouTube. Und vor allem, du hast mich doch noch, du hast mich doch noch angerufen. Wie, du hörst mit YouTube auf? Weil du hast das Video nicht mal, er hat das Video nicht mal gesehen. Er hat das Video nicht mal gesehen. Er hat sich einfach nur vom Chico flüstern lassen. Also, wie, du hörst mit YouTube auf? Ich höre dich mit YouTube auf. Lass dir in Ruhe, habe ich gesagt. So, Schluss jetzt. Auf meinem Kanal werden keine anderen YouTuber gemacht. Scheiß YouTuber. Ich weiß nicht, wenn du auf YouTube weißt, aber der hat mich gekillt. Also jedenfalls, wir melden uns später wieder oder ich melde mich später zu Hause wieder. Und ja, ich sag mal bis gleich. Leute, wir sind nochmal kurz bei der Pizzeria angehalten und rat mal, wen wir getroffen haben. Den Chico. Der Chico ist wieder da, er lebt immer noch. Noch. Noch lebe ich. Noch. Der Okta hat mir erzählt, die Reaktion auf das Video von mir, wo ich angeblich Feierabend mache. Was, der Leon X hört auf? Ich schwöre, ja. Ich hab dich verarscht, ne? Nicht so schlimm, der Mario ist auch drauf reingefallen. Ja. Oh Gott. Ja, also ich dachte, der hört wirklich jetzt auf. Und dann auf einmal hab ich so Okta gefragt, ob der wirklich aufhört. Also ob der wirklich aufhört. Und auf einmal meinte er so, nein, der hat nur einen April-Scherz gemacht und dann hab ich... Kann sein, dass du das Video nicht mal zu Ende geguckt hast. Nein, hab ich auch nicht. Hab ich auch nicht. Aber danach, ein paar Tage später, habe ich mir das Video wieder angeguckt. Und auf einmal hat er so gesagt, ach, ich hoffe, das vergessen. Ich hab schon fast vergessen. April, April. Und der ist voll drauf reingefallen. Okay, Mario, der ist voll drauf reingefallen. Zuerst, der war mit mir im Voice-Chat, wie er das gehört hat, das geguckt hat, ne? Also, oh krass, so schlimm. Und dann, ey, du bist so ein Arschloch. Ja, Mann. Okay, egal, ich mach die Endcut wahrscheinlich dann zu Hause. Aber schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Ja, normal. Egal. Ich mach jetzt hier erstmal Schnitt und dann zu Hause die Endcut. Bis dann. So, wir haben jetzt schon ein bisschen später. Ja, 9:30 haben wir sogar schon. Ich werde das Video sofort zusammenschneiden und hochladen. Und dann mache ich für heute auch Feierabend. Nee, Quatsch. Ich werde auch ein bisschen zocken. Mario, Mika und Rocco sind, glaube ich, auch wieder online. Würden wir noch ein bisschen aufnehmen, ein bisschen zocken, mal gucken. Und ja, dann kommt morgen das 500 at Freddy's Video und ja, das war's dann auch mit dem heutigen Tag. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch und ein Abo da. Und ja, schaut auch bei Mario, Rocco und Mika vorbei und dann sage ich auch direkt, bis dahin, wir sehen uns. Ich wünsche euch was.